Die Mutter aller Kühlschrankfragen lautet: Kann man ein Zimmer kühlen, indem man einen Kühlschrank hineinstellt und seine Tür öffnet? Die Antwort auf diese Frage führt überraschenderweise ziemlich tief in die Physik hinein. Alle Teilchen, egal ob in Festkörpern, Flüssigkeiten oder Gasen, befinden sich in einer ständigen, ungeordneten Bewegung. Die Energie, die in dieser ungeordneten Bewegung steckt, nennt man thermische Energie oder Wärmeenergie. Man kann so sagen, je kälter ein Objekt ist, desto geringer ist die ungeordnete Bewegung und desto geringer ist auch die Wärmeenergie, die sich im Inneren dieses Objekts befindet. Beim Abkühlen ergibt sich jetzt ein sehr spannendes Problem. Es ist nämlich unmöglich, ein Objekt alleine abzukühlen, ohne dass nicht auch irgendetwas anderes passiert, um es jetzt mal etwas kryptisch zu sagen. Was meine ich damit? Erstens ist es so, wenn ich ein Objekt abkühle, dann sinkt ja die ungeordnete Bewegung und die Joule im Inneren nehmen ab. Wenn jetzt nicht an einer anderen Stelle oder in einem anderen Objekt genau dieselbe Menge an Joule dazukommt, dann wäre ja der Satz von der Energieerhaltung verletzt. Es gibt aber auch noch einen zweiten Punkt. Wenn ich ein Objekt abkühle und die ungeordnete Bewegung der Teilchen nimmt ab, dann sinkt die Unordnung im Inneren, also die Entropie. Und wenn nicht an einer anderen Stelle in einem anderen Objekt gleichzeitig die Entropie, also die Unordnung, steigt, dann wäre noch zusätzlich der zweite Hauptsatz der Wärmelehre verletzt. Zu diesem Hauptsatz gibt es ein eigenes Video auf diesem Kanal. Ich kann aber ein Objekt abkühlen, wenn sich gleichzeitig ein anderes Objekt erwärmt. Ich schaufle also quasi die Joule und die Unordnung von einer Stelle zu einer anderen Stelle und die Physik ist gerettet. Und genau auf diesem Prinzip basiert der Kühlschrank. Ein Kühlschrank pumpt die Joule der Wärmeenergie von innen nach außen. Er wird innen kühl und gleichzeitig hinten warm. Ein Kühlschrank erzeugt also salopp gesagt immer Kälte und Wärme gleichzeitig. Und mit diesem Wissen können wir jetzt die eingangs gestellte Frage beantworten. Nein, man kann mit einem offenen Kühlschrank kein Zimmer kühlen, weil der Kühlschrank ja immer Kälte und Wärme gleichzeitig erzeugt. Es kommt aber sogar noch schlimmer, weil die Wärmepumpe, die die Wärme von innen nach außen transportiert, noch zusätzliche Wärme erzeugt, wird es hinten sogar wärmer, als es innen drinnen kälter wird. Ein offener Kühlschrank ist also eine Heizung. Sehen wir uns einmal an, wie ein gebräuchlicher Kompressoreiskasten funktioniert. Dabei werden zwei gewissermaßen gegenläufige Effekte ausgenutzt. Immer wenn eine Flüssigkeit verdampft, also siedet oder verdunstet, dann entzieht sie dabei der Umgebung Wärme. Ich nenne das jetzt einmal salopp Verdampfungskälte. Das ist zwar kein physikalischer Begriff, aber er hat ziemlich viel Punch, weil er sehr griffig ist und jeder sofort weiß, was damit gemeint ist. Wenn man zum Beispiel aus der Dusche steigt, dann wirkt der Wasserfilm auf der Haut wie eine Art Superschweiß und es wird einem verdammt kalt. Das, was man dabei spürt, das ist die Verdampfungskälte. Umgekehrt gilt Folgendes: Wenn ein Gas kondensiert, dann erwärmt es dabei die Umgebung. Man nennt das Kondensationswärme und das ist jetzt sogar ein gängiger physikalischer Begriff. Unter dem Strich haben wir also Folgendes. Durch das Verdampfen einer Flüssigkeit entsteht Verdampfungskälte und die Umgebung wird dabei abgekühlt. Durch das Kondensieren eines Gases entsteht Kondensationswärme und die Umgebung wird dabei erwärmt. Und so funktioniert ein Kühlschrank. In seinem Inneren befindet sich ein Röhrensystem mit einem Kältemittel. Das ist ein Fluid, das einen extrem niedrigen Siedepunkt aufweist. Zum Beispiel hat das Kältemittel Tetrafluorethan einen Siedepunkt von rund minus 26 Grad Celsius. Im Verdampfer, das ist das Röhrensystem innerhalb des Kühlschranks, ist das Kältemittel aufgrund seiner niedrigen Siedetemperatur ständig am Köcheln. Durch das Verdampfen wird der Umgebung Wärme entzogen, ähnlich wie auch der Schweiß durch das Verdampfen der Umgebung Wärme entzieht. Die Kühlrohre sind hauptsächlich um das Tiefkühlfach herum, weil dort ja die niedrigsten Temperaturen herrschen sollen. Dann gibt es den Kompressor. Der Kompressor hat zwei Aufgaben. Erstens saugt er den Kältemitteldampf aus dem Verdampfer ab. Würde er das nicht machen, wäre der Dampf bald gesättigt und das Kältemittel könnte nicht weiter verdampfen.
Zweitens macht der Kompressor seinem Namen alle Ehre, weil er auf der Hinterseite den vorher abgesaugten Dampf komprimiert. Im Kondensator hat es etwa 8 Bar und deshalb kann das Kältemittel auch bei Zimmertemperatur kondensieren. Und dabei wird die Kondensationswärme frei. Und auf diese elegante Art und Weise kann der Kühlschrank die Wärme von innen nach außen pumpen. Wenn ich einen geöffneten Kühlschrank in ein Fenster stelle, sodass die Rückseite auf die Straße zeigt und dann rundherum abdichte, dann kann ich tatsächlich ein Zimmer kühlen. Nach diesem Prinzip funktioniert eine Klimaanlage. Auch eine Klimaanlage erzeugt nicht nur Kälte allein, sondern immer Kälte und Wärme gleichzeitig. Und deshalb muss auch ein transportables Klimagerät auf der Rückseite immer ein Rohr haben, über das die Wärme letztlich nach außen abgegeben wird. Es ist physikalisch leider völlig unmöglich, dass es ein Klimagerät gibt, das allein Kälte erzeugt, ohne dass nicht auch irgendwo anders Wärme entsteht.